So, willkommen zurück. Wir haben eine bessere Waffe und nur noch zwei Zombies übrig, glaube ich. Wenn wir richtig gezählt haben, dann ja. Einmal durchzählen, bitte. Zombie Nummer 1. Zombie Nummer 2. Zombie Nummer 3. Okay. Alles super. Zwei Stück. So, wie komme ich hier weg? Ich kann... Also, ich sehe da vorne auf jeden Fall einen Weg hoch. Aha. This goes to hell. Oh Gott, ich sehe so wenig. Ah, okay. Ding, 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 ding. Die sind aber echt beschäftigt, ne? Bis sie das mal bemerken, dass da einer ist. Nimm das. Au! Da hat er nochmal richtig Wucht geholt. Oh. Hello, little miss. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Ich weiß nicht. Ich persönlich hätte das ja irgendwie nicht gemacht. Was? Die befreit. Warum? Weil sie selber sagt nein. Sie kommt raus. Ist doch was. Das ist... Ich will das nicht, das ist nicht Christian. Ja, das ist wieder eine von den schönen Übersetzungen im Deutschen. Das ist nicht christlich, sollte es, glaube ich, heißen. Ja, das ist nicht Christian. Oh oh. Do it. Do it. Aber doch nicht ohne die Waffe. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Dann haben wir die Waffe. Wiedersehen. Wir schweigen einfach mal. Das war jetzt aber auch nicht christlich. Nein, aber christlicher als teuflisch zu sein. Naja, so kommt sie auch in die Hölle. Sie hat sich gerade selber getötet. Ja, aber besser als die Hölle auf Erden zu bringen. Meinst du? Ja. Okay. Denn das neutralisiert, wie sie hat somit eine gute Tat getan, indem sie die Hölle nicht auf Erden gebracht hat. Das neutralisiert wieder die schlechte Tat und so kommt sie in das Fegefeuer.
Also meinst du, es gibt ein gutes Tatenkonto? Ja. Wie in der Ehe. Genau. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was er gesagt hat. Kenny, Katja und Doug, wir können mit allen dreien reden. Chaka. Und Doug kannst du keine Energieregel geben. Oh. Weil die Axt. So, mal gucken, ob wir jetzt mit der Feuerwehraxt das Schloss aufkriegen. Mhm. Sollte doch machbar sein. Eigentlich müssen wir mit der Feuerwehraxt doch auch hinten die Tür aufkriegen können, oder? Eigentlich ja, aber wir machen es umständlich. Ja, aber ich meine so von der Logik her. Von der Logik her hätte man auch mit dem Kissen die ja, okay. Autofenster kaputt machen können. Oder so. Okay. Ja, diese Wartezeiten, ne? Ja. Smash it! Mit der Fernbedienung. Awesome! Wir sind jetzt schutzlos. Genial! Jetzt wirfst du mit dem Ziegelstein auf den hinten auf den, der da hinten drin gefangen ist. Ich dachte, das bringt uns den Schlüssel. Ich dachte, er wirft uns was zurück. Ja, ja. Das tut man doch so. Ach, wie beim Mediamarkt. Ja. Ja, rennen. Pass mal auf, klar. Mhm, guck mal, was ich hier mache. Ey, du, pass mal auf. Was denn? Sorry, Bravo. Cherokee Hardware. Seit wann sind Indianer solche Nerds? Wir sind total von der Geschichte abgelenkt hier. Ja, Entschuldigung. Dein Bruder wird sich das nicht mehr merken können. Oh, fuck. Wenn er mal auf die richtigen Punkte zählen würde, wa? Ja. Er lebt ja immer noch. Ja, ist gut. Ich will nicht mehr draufschlagen. Ich will den Schlüssel. Mann. There we go. Gott war falsch geschrieben. Englisch. Lauf, 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 lauf. Das Fernsehprogramm war nicht mehr unterhaltsam genug. Nein.
Ja, alles nur wegen dem Energieriegel. Deshalb findet die uns klasse. So, dann tob dich mal aus. Ja, Mist. Da hat man schon den Schlüssel. Okay. Die hat einen Schraubenzieher im Rücken. Ja, das trägt man heute so. Ach, cool. Ist auch nützlich. Den kann man übrigens dann auch immer farblich anpassen zu der Kleidung, die man gerade so hat. Ja. Das ist der neueste Trend. Drogen! Ja, ja. Dann nimmt ihr dir die einzige Waffe, die du hast. Ich habe noch einen Eisbär. Ach, verdammt. Aber eine Fernbedienung. Ja! Ich kann die aus. Ich kann die Zombies ausschalten. Ja, ja. Schleimer. Die klappt. Der Gehstock. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Drücken, drücken, drücken. Nicht den Gehstock. Das kann ich nicht tun. Oh, doch, ich kann. Jetzt gibt's Probleme. This is gonna burn. Was? Ach, ich muss mich wieder entscheiden. Rette Duck oder Carly? Bam. Sie ist die Schützin. Er ist nur ein Techniker. Okay. Und ich hab mir gedacht, dass du ihn gerettet hattest. Ich hab ihn gerettet. Weil du sagtest, du magst ihn so. Ich hab ihn gerettet. Ich fand den gut. Und vor allem, die weiß was bei uns. Und sie hatte eine Pistole. Die wäre doch da links rausgekommen. Hatte ich mir immer gedacht. Als ich das gemacht habe. Die hatte keine Munition. Das ist natürlich ein Problem. Das habe ich nicht mitbekommen letztes Mal. Ich habe gedacht, da hätte die nur so ein Zombie am Fuß gefasst. Was soll das? Ja, ja, ich mag den Kerl nicht. Was ist das für ein Arsch? Guter Freund. Hau ihm in die Fresse. Kenny ist Dank cool. Danke für deine Loyalität. Ja! Und dann am Ende. War wohl doch keine so gute Idee, was, Lee? Don't blame me. Was für ein Arsch. Ja. Man
besorgt ihm diese Scheißpillen und dann. Der versucht einen umzubringen. Ja, ja. Ja. Ah, das ist das Motel, wo ihr vorher wart, ne? Ja. Zündet sie an! Nee, wie bei The Forest macht er dann hinterher so, so Totems da draus. Travel. Nee, doch Travelier Motel. Jo. Danke, wer schießt denn da so hoch? Du kommst nicht mit. Stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knew what was happening. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Mm-hmm. Sure. Yeah. Ja, ja. Hey, es wird wieder normal. Ja, ja. Ein Pizzataxi. Ja, der war Pizzabote. Wie cool. War der übrigens auch Shit in der Hans. Serie. Okay. Der war auch da. Cool. Ja, ja, also in der Walking Dead Serie war der auch. Ah, das ist auch, glaube ich, der einzige in dem Spiel, der auch in der Serie war. Noch nicht mal Lee war dabei. Nee, der war nicht dabei. Okay. That's gonna happen? Her parents showing up? No. Well, I want you to know that I think you've got it in you. I think you can take care of that little girl just fine. Thanks, Kay. You got it. Ich hoffe immer noch, dass die Sache mit dem Heil hier nicht zu groß ist. Ja. Wir müssen irgendwie wirklich mal rausfinden, wie man das macht, dass man zwei Headsets an einem PC benutzen kann. Ja, vielleicht habt ihr ja Tipps, wie man sowas hinkriegen kann. Oh. Ich hätte einfach mal nichts gesagt. Aber deshalb spiele ich ja. Yep. Eben. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Ja, dann, mit diesem Gespräch würde ich sagen, verabschieden wir uns auch aus dieser Folge. Ja, ein Gespräch haben wir noch vor uns. Und einen bösen, bösen Blick. Hey, Doctor, you wanna cool it for a minute?
Okay, sorry. Oh. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Ja, und? You probably think I'm dumb. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Oh. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man. Clementine, another... God. What do you want? Like my daughter? Not really. Stay away from me. Where everyone here knows that Lee Everett is a killer. And I'm not talking about those things out there. You hear me? I asked you a question, boy. Sure do. And again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are. And I don't give a shit about what happened. Der hat einen riesigen but Kopf. If anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Und riesige Ohren. Und eine riesige Nase. Gott, jeder will mit mir sprechen. My dad would be dead if it weren't for you. My dad died to stay because of me. You can't be like that. You're only one man. We're lucky to have you. Dieser Blick. Me too. Ja, ja, siehst du. Jetzt wollen wir alle mit uns reden. Ja. Ah ja, stimmt. Oh. Dann shit. Ist ganz gut, dass wir es jetzt beendet haben. Denn. Fortsetzung folgt. Ja, Folge 1 ist jetzt beendet. Das war Folge 1? Das war Folge 1. Das war Folge 1. Also es gibt 5 Episoden pro Staffel. Okay. Die erste haben wir jetzt beendet. Jetzt kommt quasi noch so ein kleiner Vor. So ein kleiner Vorspann. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. Beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bears. Okay. Oh Gott. Studenten mit Scharfschützengewehr. Oh nein, Studenten. Nein. Hunger und Hilfe. Genau, das wäre die nächste Folge. Von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt aus Episode 1 und sehen uns dann in der zweiten wieder. Ah, wir haben jetzt nochmal schnell... So schnell verabschieden wir uns auch wieder nicht. Ja, denn wir gucken uns nochmal ganz schnell an, wie wir uns denn hier angestellt haben. So, ich würde mal sagen, Herschel angelogen. Herschel war der Polizist, oder? Herschel war der Kerl, dem die Farm gehört hat, der seinen Sohn da verloren hat. Den habe ich angelogen. Einmal hast du den angelogen. Du hast, glaube ich, zweimal die Wahrheit gesagt. Ja, richtig. Okay, Duck oder Sean? Ich persönlich habe immer Sean gerettet.
den mochte ich irgendwie mehr. Wie Duck, kannst du Duck nicht mögen? Ah, ich habe immer versucht, Sean zu helfen. Kennys, auf Kennys Seite, ich weiß gar nicht. Ich habe mich, glaube ich, auch immer auf Kennys Seite geschlagen, wie du auch. Kenny ist cool. Irene die Waffe gegeben. Ich glaube, letztes Mal hat sie sich die Waffe geschnappt. Da habe ich, glaube ich, gar nichts getan. Und ja, die meisten haben Duck genommen. Warum? Das kann ich gut verstehen. Das ist ein Techniker. Stell dir das mal so vor. So, die Reporterin sagt, sie weiß, dass du ein Mörder bist. Ja. Duck hat doch keine Ahnung von dir. Außerdem hatte die Reporterin eine Waffe in der Hand. Und? Die nicht geladen war. Was ich nie gehört habe. Das hat damit nichts zu tun, dass du also, nicht... Ja, aber wenn man das so sieht, also wenn man das selber spielt, dann schießt sie sogar noch ein, zweimal. Wenn man sich für Duck entscheidet. Das heißt, okay, an sich hatte sie eine reelle Chance. Ja, aber so aber gesehen... Sie hat es verbockt. So gesehen, sie hat ja gesagt, dass sie nichts sagen würde. Und außerdem, wenn man ihr das Leben rettet, dann versichert man damit, dass sie nichts sagen wird. Weil man ihr Leben gerettet hat. Aber wenn du ihr Leben nicht rettest, dann versichert man es sie auf jeden Fall, weil sie es dann nicht mehr kann. Und sie ist eine Schützin. Duck hat nur eine Fernbedienung gehabt. Er ist ein Techniker. Also, er hat eine Fernbedienung programmiert. Wow! Also um jetzt ein bisschen vorzugreifen, kleiner Spoiler, in der zweiten Episode kann Duck eine Alarmanlage zusammenbauen. Hätte. Können. Ja, er hätte. Konjunktiv. Aber jetzt haben wir schon genug überzogen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt auf jeden Fall in der zweiten Episode. Richtig. Und ja, wie hat dir es bis jetzt gefallen? Ich fand's sehr schön. Ich finde das Spiel wirklich sehr gut gelungen. Okay, ich finde, da kann ich mich nur anschließen. Ja, dann bis zur nächsten Folge.